Das Ganze! Hab ab! Großaufgebot des österreichischen Bundesheeres im Außerfern. Das Stabsbataillon 6, das die Kasernen Landeck, Imst, Innsbruck und Schwaz umfasst, übte eine Woche lang im gesamten Bezirk den Ernstfall. Schwerpunkte waren Übungen zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung in kritischen Situationen oder im Katastrophenfall. Es versteht sich von selbst, dass ein Manöver dieser Größenordnung einer minutiös vorbereiteten und organisatorisch wohldurchdachten Planung bedarf. Wir haben also da jetzt im Außerfern 125 Fahrzeuge im Einsatz gehabt. Wir haben insgesamt 1000 Mann im Einsatz gehabt, haben zum Beispiel 1000 Kilo Fleisch- und Wurstwaren verbraucht, haben 1000 oder über 1000 Kilo Obst und Gemüse verbraucht, haben 60 Tonnen Munition transportiert. Also gewaltige Zahlen, die vor allem von einer Firma unter Anführungsstrichen bewältigt werden, die innerhalb von 2 Tagen von 0 auf 100 beschleunigt. Riesige Mengen an Munition, Proviant, Fahrzeugen und Soldaten sind also nötig, um im Kriegsfalle alle wichtigen Positionen und die Bevölkerung in einer gebirgigen Gegend wie dem Außerfern sichern und verteidigen zu können. Die angenommene Ausgangssituation war, dass sogenannte subversive Elemente über die Grenze einsickern, um durch Terrorakte wichtige Einrichtungen und Verbindungen zu zerstören. Das Ergebnis: eine allgemeine, unkontrollierbare Unruhe in der Bevölkerung. Ziel der dunklen Elemente ist es, so die weitere Annahme, genügend Unfrieden zu stiften, um den Weg für die eigentlichen Invasoren freizumachen. Die Region und in weiterer Folge das Land könnte dann in einem Handstreich eingenommen werden. Dies alles im Anfangsstadium zu erkennen und zu verhindern, ist vor allem Aufgabe der Milizsoldaten. Sie sind in der Region ansässig und kennen Land und Leute. Ein solches Manöver hat also immer einen ernsten Hintergrund. Trotzdem hat die Bevölkerung durchaus auch einen Nutzen von einer solchen Übung. Zum Beispiel, wenn es einfach nur darum geht, einige kräftige Hände beim Abbruch des eigenen Stadels zur Verfügung zu haben. So was Ähnliches. Ohne Tarnen und Täusch. Neben den Pionieren, die unwegsames Gelände mit Brücken und Wegebau erschließen, sind im alpinen Gebiet für den Nachschub auch die Haflinger und Mulis als Transportgefährte nahezu unersetzlich. Neben den üblichen Einsatzfahrzeugen wie LKW, Geländefahrzeugen, PKW und Motorrädern dürfen natürlich auch Hubschrauber bei einer Übung in den Bergen nicht fehlen. Doch nicht nur aktive und Milizsoldaten waren an diesem Manöver beteiligt. Auch Schüler aus verschiedenen Tiroler Schulen durften daran teilnehmen. Wie attraktiv ist für Sie der Beruf des Soldaten? Ja, sicher, auf jeden Fall. Ich gehe schon so. Auch für die Lehrer war das Manöver eine willkommene Abwechslung. Nach dem Manöver hat man uns eingeladen dazu und dieser Einladung sind wir gerne gefolgt. Doch nicht nur der militärische Aspekt ist für das Bundesheer wichtig. Auch die Zusammenarbeit mit den zivilen Institutionen muss trainiert werden. Dazu wurde eine Katastrophensituation inszeniert, bei der ein Schulbus einen mit Chemikalien beladenen Kleintransporter gerammt hat. Das Rote Kreuz hat also die Versorgung von den Verunfallten zu machen. Die Primärversorgung, das heißt, es wird ein Triageplatz eingerichtet, wird also die Erstversorgung durch den Notarzt und durch die Sanitäter erfolgen. Und dann ist der Abtransport ins Bezirkskrankenhaus heute. Das ist nämlich heute, bedeutet so etwas Sammeln von Erfahrungswerten, die sehr kostbar sind. Für uns ist das natürlich ein interessanter Anlass, da an der Übung teilzunehmen, beziehungsweise sind wir der Einladung vom Bundesheer sehr gerne nachgekommen. Die Situation: beim Reutener Schulzentrum rammt ein Kleinbus mit 6 Personen einen Transporter, der unbekannte Chemikalien geladen hat. Die Fässer schlagen leck, der Schulbus mit den eingeklemmten und zum Teil schwer verletzten Insassen fängt sofort Feuer. Die Rauchschwaden vermischen sich mit den giftigen Dämpfen und breiten sich rasch aus.
Ein herbeieilender Helfer wird innerhalb von Sekunden durch die austretenden Dämpfe bewusstlos. Jetzt sind die Retter gefordert. Nur wenige Minuten bleiben für eine erfolgreiche Rettungsaktion. Nach etwa einer halben Stunde ist die Situation unter Kontrolle, die angenommene Katastrophe überstanden. Alle Verletzten sind geborgen und versorgt, das Resümee. Ja, die Übung ist so abgelaufen, wie wir es uns einigermaßen vorgestellt haben. Super, vor allem weil die Einsatzorganisationen wirklich gut zusammengespielt haben, weil die Anteilnahme der Bevölkerung groß ist und ich glaube, weil die einzelnen Organisationen gesagt haben, dass sie miteinander arbeiten können. Ja, sicher eine lehrreiche Übung, wenn man sie da hautnah miterleben kann. Und leider ist es schade gewesen, dass ich nicht gesehen habe. Wir sollten halt hingehen, in die Nähe gehen, zu so einem giftigen Zeug. Interessant ist schon gewesen, wenn man sieht, wie das alles zugeht und so. Was hat den meisten interessiert? Ja, am meisten mit der Polgische, dass sie das einmal gesehen haben, wie das funktioniert. Und ja, eigentlich war alles interessant. Das war echt super wohl. Das ist etwas Neues für die Abwechslung. Das ist nicht besser, ja. Ich gratuliere dem Bundesheer für die hervorragende Übung. Es hat alles geklappt. Und vom Wetter angefangen bis zu der letzten Situationsbewältigung wunderbar.